Herzlich willkommen zu Soul Wave Radio, dem Podcast für deinen Flow, wahrhaftige Inspirationen und das innere Leuchten. Mein Name ist Kaya Otto und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn es heute um das Wie und das Was und den Schlüssel zu wahrer Beziehung und Verbundenheit geht. Ich war diese Woche bei einem Frühstück, einem, man könnte sagen, Unternehmerfrühstück, und dort hat sich eine Frau vorgestellt mit dem, was sie tut. Und zwar war das die Jana Baggio, die unter anderem Sexpertin und Sexualpädagogin ist. Und ihre Veranstaltung hatte den Titel, was Frauen wollen. Und wer mich kennt, weiß natürlich, es geht um Frauen, ich möchte dabei sein. Und ich bin immer sehr neugierig, was andere Menschen meinen, was Frauen denn so wollen. Und ich bin dorthin und habe erwartet, ganz viele andere Frauen zu treffen. Und war sehr erstaunt, dass fast 3/4 Männer an diesem Frühstück teilgenommen haben. Und Jana erzählte so ein bisschen aus ihrem, ja, von ihrem Lebensweg und wie sie dahin gekommen ist zu dem, was sie jetzt tut. Und teilte unter anderem mit uns, dass sie vorher erfolgreiche YouTuberin war, also einen erfolgreichen YouTube-Channel gehabt hat, wo sie als Sexpertin ganz viele Videos zum Thema Sex und Liebe geteilt hat. Und als die Frage kam, welches Video denn wohl das erfolgreichste gewesen wäre, stellte sich heraus, und das fand ich ganz interessant, dass die 2 Videos, die am meisten geklickt wurden damals, zum einen das Video war, wie finger ich meine Freundin am besten, und das andere Video war, wie lecke ich meine Freundin am besten. Und was ich daran so interessant fand, ist, dass es beides mal um Techniken ging. Es ging beides mal um das Wie. Es ging beides mal um die aktive Ausführung von etwas und um die Annahme, dass es ein Programm gibt, welches ich umsetzen kann. Und ich musste ganz schnell an diese 5 Schritte, 10 Schritte, 3 Schritte zum Erfolg, zur Topfigur, zu diesem oder jenem denken. Und mir kamen sofort auch diese Bilder hoch, wie sehr wir in unserer doch noch sehr maskulin geprägten Gesellschaft auf das Wie, auf das Endergebnis, auf den Vollzug, auf den in Anführungsstrichen erfolgreichen Vollzug aus sind. Und damit den Blick immer auf das Endergebnis haben und gar nicht wirklich im Hier und Jetzt sind. Denn im Hier und Jetzt zählt es was. Zuallererst das Was, bevor ich überhaupt an das Wie denke. Und das Was ist in dem Fall, was möchte meine Freundin überhaupt? Und das Was ist in dem Fall, was möchte meine Freundin überhaupt? Möchte sie überhaupt gefingert werden? Möchte sie überhaupt geleckt werden? Oder möchte sie vielleicht einfach nur kuscheln? Möchte sie vielleicht was auch immer? Und da wird es dann interessant, denn bei dem Was sind die meisten von uns ganz weit weg von sich. An vielen Stellen. Manche mehr, manche weniger. Das Wie und das Was und der Schlüssel zu wahrer Beziehung liegt nämlich darin, dass wir uns erstmal auf das Was fokussieren, bevor wir uns überlegen, wie das Wie aussieht. Und der allererste Schritt ist, dass wir in Beziehungen immer mehr auf das Was gehen und dem Wie wirklich Spielraum lassen, sich zu entfalten. Zu gucken, was braucht es jetzt?
Und das bedeutet als allererstes, wenn ich eine erfüllte und glückliche Beziehung führen möchte, ist es zuallererst meine Aufgabe, mich zu fragen, was brauche ich denn jetzt gerade? Was ist mein Bedürfnis? Wo habe ich vielleicht meinen Mangel? Wo habe ich vielleicht Lust drauf? Was ist es, was ich gerade brauche? Denn nur wenn ich weiß, was ich brauche, was ich möchte, kann ich das, und das ist dann die zweite große Aufgabe, überhaupt klar kommunizieren. Und wenn ich dann im zweiten Schritt wirklich äußern kann, artikulieren kann, was ich brauche oder was ich mir wünsche, dann, überhaupt erst dann, hat mein Partner die Chance zu sagen, ja, finde ich gut oder nein, finde ich nicht gut. Und das ist dann der nächste entscheidende Punkt in der Beziehung. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Als erstes bedeutet es wirklich zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was wünsche ich mir. Und da auch zu sehen, wenn wir im Alltag sind, wirklich nochmal klarer hinzuschauen. Und das ist wirklich die Einladung, glaube ich, an jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns, die wir im Alltag doch manchmal relativ schnell durch die Welt hetzen, zu schauen, wozu ist das gut, was ich jetzt von meinem Partner fordere. Ich mache das immer gerne deutlich an diesem klassischen Beispiel des Müllraustragens, wo immer gesagt wird, und dann meckert sie wieder, weil ich den Müll nicht rausgetragen habe. Nehme ich mich als Beispiel und überlege mir selber, okay, ich möchte wirklich, dass er den Müll rausträgt, weil mir bedeutet das was. Zu überlegen, was ist mein Bedürfnis dahinter? Was ist das, was mich dazu bringt, ihn zu bitten, diesen Müll rauszutragen? Und dann kann es sein, ich sage, ich möchte, dass es eine gleiche Aufgabenteilung gibt. Was steckt dahinter? Und dann gucke ich weiter und weiter und vielleicht stellt sich dann am Ende raus, ich möchte einfach nur gesehen werden und ich fühle mich gewertschätzt in dem, was ich tue, in dem Moment, wo er seinen Part übernimmt und es anerkennt und sagt, du machst das und das, ich kümmere mich um diesen Part. Oder ich fühle mich wahrgenommen in meiner Rolle, ich fühle mich geliebt am Ende des Tages, ich fühle mich gesehen. Und wenn ich da reinspüre und dann zu meinem Partner sage, Schatz, weißt du, für mich ist es wirklich ganz toll, wenn du den Müll rausträgst, weil wenn du das machst, also wenn ich dich darum bitte und du es dann tust, dann fühle ich mich wirklich gesehen, dann fühle ich mich wirklich gewertschätzt, dann fühle ich mich wahrgenommen und dann fühle ich mich geliebt. Und das kann sich für dich jetzt gerade voll merkwürdig anhören, aber so und so ist das und so ist das entstanden. Und wenn du das tust, dann löst es dieses Gefühl von Wertschätzung, von Gesehenwerden bei mir aus. Und erst dann hat ja auch unser Partner wirklich die Chance zu sagen, oh mein Gott, jetzt verstehe ich überhaupt, warum dir das so wichtig ist, weil für mich bedeutet das überhaupt nichts und mir ist dieser Müll überhaupt nicht wichtig. Und eigentlich ist er für mich ziemlich bedeutungslos und auch wenn er überquillt, das ist mir vollkommen okay. Jetzt aber, wo du mir sagst, was du brauchst und wozu es wichtig für dich ist, kann ich anfangen, in dem, wie es für sich für mich gut anfühlt, deinen Bedürfnissen entgegenzukommen. Sprich, er kann sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich möchte dir natürlich immer zeigen, wie ich dich wertschätze und ich möchte dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Das ist, und wenn das etwas ist, was es für dich braucht, dann trage ich auch den Müll raus. Und vielleicht sagt er dann, und ich mache es, aber du musst mir sagen, wann er für dich voll ist, weil wir da offensichtlich auch ein unterschiedliches Verständnis haben. Und an diesem sehr simplen Beispiel, finde ich, wird für mich auf jeden Fall deutlich, wie oft wir in dem Wie verharren, wie oft es Situationen gibt, wo sie dann vielleicht sagt, jetzt hast du den Müll wieder nicht rausgenommen, ich kann mich nicht auf dich verlassen und sehr emotional wird,
wo er überhaupt nicht verstehen kann, worum es eigentlich gerade geht. Denn er hat überhaupt nicht diese Emotionalität, die sie mit dem Müll verbindet, also mit diesem Akt des Müll rausbringens. Und damit findet keine Kommunikation statt. Und damit kommen wir in Emotionalitäten, dann macht sie dich, dann ist er beleidigt, dann hat er Angst, das falsch zu machen. Sie fühlt sich nicht gesehen und so gehen wir aus dieser potenziellen Verbundenheit in der Beziehung raus, in unserer Partnerschaft raus. Das können natürlich auch zwei Frauen sein oder zwei Männer sein, die diese Diskussion miteinander haben. Und in dem Moment, wo wir rausgehen aus dieser Verbundenheit, gehen wir in diesen Moment, wo wir uns nach etwas sehen und das wird nicht erfüllt. Und ganz oft kommen dann diese Gefühle von Wut, von Frust, von Ärger, von Einsamkeit in einer Beziehung auf. Und der Schlüssel dazu ist eigentlich im Kern wirklich zu gucken, was brauche ich und wie kann ich das artikulieren? Um es dann auch wirklich zu artikulieren und deutlich zu machen. Und das geht wirklich mit allem. Da kannst du für dich in all deinen Beziehungen einfach schauen, wo sind die Dinge, wo du merkst, du gehst an die Decke, du bist frustriert, du kommst ins Resignieren, du bist unbefriedigt. Oder auch mal die Dinge, die uns immer wieder aufregen an jemandem. Und da zu gucken, was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Auch wenn jemand zum Beispiel immer zu spät kommt, wirklich das mal zu äußern, zu sagen, weißt du, für mich ist es total wichtig, dass wenn wir uns verabreden, du pünktlich bist. Denn für mich persönlich, was es bei mir auslöst, wenn du da bist, zu der Zeit, wo wir uns verabredet haben, ist, dass du mich wertschätzt und dass ich dir wichtig bin. Und jedes Mal, wenn das nicht passiert, dann fühle ich mich nicht gesehen. Dann fühle ich mich zurückgestoßen. Dann fühle ich mich ignoriert. Und das löst bei mir das und das aus. Oh mein Gott, dann kann sich rausstellen, dass der oder die andere überhaupt noch nie das Ganze so gesehen hat. Weil es für ihn ganz normal war, vielleicht ist er so aufgewachsen oder ist sie so aufgewachsen, dass es immer mal auch 10, 15 Minuten macht nichts aus. Und in dem Moment, wo ich mich öffne, wo du dich öffnest, hat der andere und die andere überhaupt erst eine Chance zu verstehen, was bei uns los ist. Und kann dann für sich entscheiden, oh ja, ich wusste nicht, dass es dir so geht, aber in dem Moment, wo du mir das sagst, verstehe ich das und kann das nächste Mal bewusst darauf achten, wirklich pünktlich zu sein, weil ich weiß, was es für dich bedeutet. Oder zu sagen, ich werde mich da wohl nicht mehr ändern, lasse dir aber gesagt sein, dass es nichts mit dir zu tun hat und lass uns gucken, wie wir gemeinsam mit dieser Situation umgehen können. Und damit lösen sich diese Konflikte aus. Und dieses ganze Ungesagte, was ja in so einer Beziehung steht, das ist ja das, was uns immer mehr am Ende des Tages uns in uns selber zurückziehen lässt, uns frustriert werden lässt mit dem Partner, der unsere Bedürfnisse nicht erfüllt, die wir allerdings meistens auch nie wirklich äußern, weil wir einfach auch nie gelernt haben, sie zu äußern, weil uns nie jemand beigebracht hat, sie zu äußern. Und ich weiß es für mich und sehe es bei vielen Frauen, dass wir immer noch an vielen Stellen daraufhin erzogen wurden und zum Teil auch wirklich noch werden, zu gucken, wie es den anderen geht. Dieses Mutti kümmert sich. Eine Frau hat zu versorgen und zu nähren. Und dass es dabei teilweise so ist, dass der Satz, was Frauen wollen, gar nicht so sehr als das zu verstehen ist, was Frauen wirklich wollen, sondern eher als eine Frage, ja, was will ich denn eigentlich? Und dir zu erlauben, einfach mal reinzuspüren, dir zu erlauben, herauszufinden, was du möchtest und nicht die ganze Zeit dabei zu sein, zu gucken, was dein Partner oder deine Partnerin braucht, das ist der Schlüssel zu der Beziehung, die sich die meisten von uns wünschen, eine Beziehung auf Augenhöhe, voller Liebe, im partnerschaftlichen Austausch. Unsere Partner werden es nie und unsere Partnerin werden es nie schaffen, unausgesprochene Bedürfnisse in uns zu erfüllen. Wenn wir nicht lernen, sie selber klar zu haben und sie selber auch dann zu kommunizieren.
Und was dann passieren kann, und das ist das, was ich vorhin meinte, der Schritt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, dass wenn ich ein Bedürfnis äußere, es passieren kann, dass mein Gegenüber dieses Bedürfnis nicht erfüllen kann oder möchte, aus welchem Grund auch immer. Und zu lernen, das Ganze nicht persönlich zu nehmen. Zu lernen, und das ist das Allergrößte, und da habe ich auch immer noch Schwierigkeiten mit, an einigen Stellen oder in manchen Momenten, vor allem wenn mir Dinge so am Herzen liegen und jemand sagt, ich sehe dein Bedürfnis und ich ehre das und gleichzeitig kann ich es dir nicht erfüllen. Und gleichzeitig kann ich deinem Wunsch nicht nachkommen. Und gleichzeitig übersteigt das meine Grenze von dem, was für mich machbar ist oder was sich für mich gut anfühlt. Und dann zu erkennen, dass es dabei nicht gegen mich geht, ich also die Sache gar nicht persönlich nehmen muss, sondern dass es dabei um den oder die andere geht, die bei sich und ihren Bedürfnissen und ihrem Wohlfühlen bleibt. Und das zu lernen, zu sagen, ich nehme jetzt nicht das, was der andere oder die andere hat, wirklich greife mit meiner Hand sozusagen in sein Herz und nehme das in mein Herz, um es dann persönlich zu nehmen, sondern ich lasse es so stehen und gemeinsam gucken wir, was wir mit diesem Raum, der dann entsteht, machen können. Das heißt, wenn mein Wunsch, mein Bedürfnis nicht erfüllt werden kann, durch den anderen zu gucken, was kann der andere oder die andere denn? Was ist denn machbar? Was gibt es denn noch? Und da dieser Co-Kreation von etwas Neuem, was vielleicht sogar viel wunderbarer und magischer ist als das, was wir im ersten Moment gedacht haben, entstehen zu lassen. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir uns erlauben, im Was zu bleiben. Wenn wir uns erlauben, im Herzen zu bleiben. Für mich ist das Was das Herz. Was wünsche ich mir? Das Wie ist der Kopf. Das Was ist ist der Kern. Das Wie ist die Umsetzung. Und das Was ist die Absicht, die dahinter steckt. Und das Wie ist das Sichtbare, was daraus entsteht. Und wenn ich immer schon im Wie bin, dann verliere ich ganz oft das, was eigentlich dahinter steht. Und dann finger ich meine Freundin vielleicht mit der allerbesten Technik und dennoch entsteht nicht die Nähe, die ich mir in dem Moment gewünscht habe, weil ich sie vielleicht gar nicht gefragt habe, was sie eigentlich braucht. Und dennoch entsteht nicht die Verbindung, da ich vielleicht meine Technik abgespult habe, die mechanisch erfolgreich sein kann, aber emotional vielleicht gar nicht so tief geht, wie ich es mir gewünscht habe. Und so ist diese Episode eine Einladung für, glaube ich, uns alle, uns immer wieder mehr ins Was zu begeben, in dieses Herz, in diese Herzebene wirklich. Dieses Was braucht es? Was steht dahinter? Auch wenn ich ein Ziel habe oder einen Wunsch habe, der mir vor Augen steht, sozusagen zu gucken, und was ist das Gefühl, was dahinter steht, wenn ich sage, ich will, dass du mir einen Blumenstrauß mitbringst und ich dieses Bild sehe. Welches Gefühl steht dahinter? Und dann vielleicht auch gemeinsam zu gucken, wie kann ich dieses Gefühl in dieser Beziehung auf einem anderen Weg bekommen? Was mir da noch einfällt, ein kleines extra Bonbon. Es gibt diese Bezeichnung der Different Languages of Love, der verschiedenen Liebessprachen. Und ich sehe das immer wieder und kriege das immer wieder mit, dass auch auf der Ebene ganz viel passiert an dem Gefühl, nicht gesehen, nicht gehört, nicht geliebt zu werden. Zum Beispiel, dass die eine Partnerin der anderen Partnerin sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und diejenige, die das hört, das gar nicht wahrnimmt, sondern sagst, nie zeigst du mir, dass du mich liebst. Du bringst mir nie Blumen mit, du bringst mir nie meinen Lieblingskuchen mit, du bringst mir nie bla 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 mit. Und die erste Partnerin denkt sich, aber ich sage dir doch die ganze Zeit, dass ich dich liebe. Und die andere sagt, ich muss es aber sehen. Und da nochmal in deiner Beziehung oder in deinen Beziehungen auch zu gucken,
welche Sprache sprecht ihr? Und nur dann, wenn ich weiß, welche Sprache mein Partner und meine Partnerin spricht, kann ich ihn oder sie auch wirklich erreichen. Und es ist manchmal ganz interessant herauszufinden, dass man seit Jahren schon das Gleiche sagt, aber irgendwie auf dem falschen Kanal unterwegs war. Und es deswegen gar nicht so ankommen konnte, wie es vielleicht gemeint war. Ja, das Was und das Wie und der Schlüssel zu wahrer Beziehung und Verbundenheit. Das Wie ist auch immer ein Weg, der uns in die Technik, in die Umsetzung bringt, im Kopf hält und damit so ein Gefühl von Risikoarmut und in der vermeintlichen Sicherheit wiegt. Denn wenn ich die Technik drauf habe, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Das Was erfordert, mich zu öffnen, mich verletzlich zu zeigen, das Risiko einzugehen, dass ich vielleicht ein Nein bekomme, welches nicht so persönlich zu nehmen ist, und mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Das Was bedeutet, den Panzer abzunehmen und mich zu öffnen. Doch nur dann, wenn wir uns wirklich öffnen, geben wir dem anderen und uns selber die Chance, uns wirklich zu verbinden. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, nicht die beste Technik zum Fingern, die wir suchen, sondern die tiefe, wahrhaftige Verbindung miteinander, in der dann entstehen kann, was auch immer entsteht. Vielleicht mit Hilfe der wunderbaren Fingertechnik. Ich hoffe, dass diese Folge dich inspirieren konnte und wünsche dir, dass du viele Aha-Momente in deinen Beziehungen hast und noch mehr Offenheit und Verbindung in deine Beziehung bringst. Ich bin auch immer aktiv dabei und weiß, für mich ist es ein langer Weg, auf dem es immer mehr zu entdecken gibt und ich auch mich selber immer mehr entdecke mit meinen Bedürfnissen, dem, was ich brauche, dem, was ich möchte und auch immer klarer herauszufinden, was mein Herz will und was mein Kopf meint. Und je mehr ich das tue, desto näher komme ich den Menschen in meiner Umgebung und in meinem Leben und habe mehr und mehr damit auch die Gelegenheit, wahre Verbindung zu erfahren auf allen Ebenen. Und es geht nur, wenn ich auch mit mir selber verbunden bin. Ich hoffe, diese Episode konnte dich etwas inspirieren. Und wenn du jemanden kennst, der sie unbedingt hören muss, dann bitte teile sie. Gerne auch auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. mit der ganzen Welt. Und wenn du sagst, Mensch, da waren echt ein paar gute Ideen dabei, dann freue ich mich wirklich tierisch über einen Kommentar oder einmal 5 Sternchen bei iTunes. Und ja, ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Und überhaupt zu hören, wie dir diese Folge gefallen hat, hinterlass also auch gerne einen Kommentar. Totale Fülle an Optionen, was du jetzt tun kannst. Und vor allem wünsche ich dir viel Mut beim Entdecken deiner Bedürfnisse, viel Hingabe beim Äußern und vor allem auch beim Zuhören, wenn es der andere tut, und ganz viel Verbundenheit in deinen Beziehungen. Ich wünsche dir echt viel Spaß beim Entdecken deines Was. Alles Liebe und tune into your soul and listen with your heart.